Als Dessert gönnen sich die Nerds eine Portion Fachsimpelei. Was treibt ihr hier? Wir tauschen uns gerade zu gewissen Cosplay-Themen aus. Ah, okay. Und ich habe mir halt mitgeteilt, dass ich Shipping was exzessiv finde. Was ist Shipping nochmal? Shipping ist, wenn du zwei Charaktere aus einer Serie romantische oder sexuelle Geschichten, Gedanken zu hast zwischen den beiden, die gar nicht existieren. Check ich nicht. Okay, ich glaube, das ist eine Diskussion, die wir Beautys anscheinend nicht so wirklich verstehen. Ich verstehe halt das, die Wörter nicht, weil das zu schlau ist. Das Krasse am Beauty and the Nerd ist das Aufeinandertreffen von zwei Welten hier. Und das Projekt macht halt aus, was diese Seiten voneinander austauschen und voneinander lernen können. Evolution ist etwas, was sich entwickelt. Genau. Das heißt, die Frauen haben sich immer zu mehr Fett entwickelt, oder was? Nein. Ich muss dringend den Raum wechseln. Ich kann nicht mehr. Markus, möchten wir woanders hingehen? Ich gehe woanders hin. Aber ich möchte auch mitgehen. Vika ist nicht clever genug, um zu verstehen, was man sagt. Und das führt dann ständig zu Missverständnissen. Evolution ist echt ein kompliziertes Thema, ja. Evolution. Ein sehr kompliziertes Thema. Evolution kommt auch bei Tieren vor. Bei allem, was lebt. Ja, das weiß ich. Ich weiß, was eine Evolution ist. Evolution ist, damals gab es Dinosaurier und heute gibt es keine Dinosaurier. Das war ein Meteorit. Nein, die Welt ist entstanden durch einen Meteoroid. Das weiß ich. Victoria ist der Meinung, dass die Dinosaurier nicht durch einen Meteoriten ausgestorben sind. Nein, das ist Evolution. Das hat Markus mir beigebracht. Markus! Ich kann dafür keine Verantwortung übernehmen. Dinosaurier sind nicht mehr da, so in dem Ausmaß wie damals, weil Evolution. Habe ich recht? Sei ehrlich. Du hast sehr wenig Ahnung von sehr vielen Dingen. Was willst du mir damit sagen? Sie sagt auch, die Erde ist durch einen Meteoriten entstanden. Nein, die Menschen sind durch... Angeblich sind die Menschen entstanden durch Bakterien. Und die Erde ist entstanden durch einen Urknall. Also ich würde gerne was beibringen, aber ich habe einfach die Kraft nicht dazu. Mhm. Sonst, ja. Ich kann das nicht. Luca! Ja? Ich will es jetzt verstehen. Also der Urknall war für die Geburt unseres Universums verantwortlich. Ja, genau. Der Urknall, Universum, glühender großer Stein, Erde. Genau. Urknall. Daraufhin entwickeln sich irgendwann auf unserem Planeten Leben im Wasser. Ja, schön und gut, aber und wer kann mir das beweisen? Ich habe ja auch oft durch sie solche Cringe-Momente, wo ich mir denke, was? Alle Wissenschaftler sind nicht einig, das Leben hat mit einem Einzeller unter Wasser begonnen. Interessante Theorie. Da habe ich aber was anderes gehört. Und woher weißt du das? Warst du dabei? Was wirklich passiert, weiß nur der liebe Gott. Die Dinosaurier sind nicht durch Evolution ausgestorben. Sondern durch einen Urknall. Nein. Durch einen Feuerball. Nein. Durch Meteoriten. Ja, ist doch ein Feuerball. Wichtig ist nur, es gab einen Urknall. Dadurch kam das Universum. Dadurch kam das Universum. Und die Erde war ein Feuerball. Ich bin ganz ehrlich, ich kann eigentlich nichts. Und durch die Einzeller, der war, der fing sich dann immer mehr zu entwickeln, durch Evolution. Und aus denen standen dann auch die Dinosaurier und andere Tiere. Und, dann, und auch Affen, weil von denen stammen wir ja, ne? Zum gewissen Grad stammen wir vom Affen. Und vom Hund stammen wir, das weiß ich. Ja, natürlich kann ich nicht alles mir zu 100% behalten. Aber natürlich bleibt auch ein bisschen Wissen hier drin hängen. Aber es gibt doch so eine Theorie von so einem ganz bekannten Professor im Rollstuhl, ich don't know, wie der heißt, Steve Hawkinson oder so. Steve Hawkinson. Der meinte doch irgendwie, dass die Welt mal untergehen wird. Die Maya sagten auch schon, dass die Welt vor 4 Jahren... Maya ist was anderes, das ist Anime und an Anime glaube ich. Hast du gerade gesagt, Maya sind Anime? Das ist von Japanern und Chinesen. Maya sind ein uralter Stamm. An einem indianischen Volke. Ja, ist doch fast dasselbe. Nein, Anime ist ein Zeichentrick. Ja, ich bin ein bisschen in Gedanken, weil ich habe ja so viele Infos jetzt bekommen von dem Evolution und
Das ist ein bisschen viel für mich. Menschen haben einen Wissensdurst. Die wollen wissen, gibt es noch mehr Planeten wie die Erde? Gibt es intelligentes Wesen da draußen? Wenn ich zu Hause bin, möchte ich auf jeden Fall mir mal Dokus darüber angucken, weil ich finde sowas echt interessant. Wirklich interessant. Es gibt keine intelligenten Wesen. Wir haben noch keine entdeckt. Wir haben noch keine. Das ist schwierig. Es gibt keine intelligenten Wesen. Wir sind doch intelligent. Ja, da dürften die Meinungen wohl auseinandergehen. Und jetzt Licht aus, ihr sympathischen Oberleuchten. Gute Nacht. Schade, dass man euch nicht sehen kann. Das wäre viel besser. Der nächste Tag startet mit Morgengymnastik für Lästerzungen. Während Luca Gaos Frühstücksei, Einverleibung beiwohnt, lecker, wird im Garten über ihn getuschelt. Er ist so super überzeugt. Und eigentlich hätte er es am meisten verdient. Weil das, was er hier durchmachen musste, musste keiner durchmachen. Seine Worte. Ey, sowas mag ich gar nicht, wenn du deine eigenen schlimmen Sachen über die von anderen stellst. Wir sind hier alle aus einem Grund und es ist schön, dass ihr drei Exit-Quiz habt. Aber ich muss auch nicht die ganze Zeit betonen, dass Markus und ich mehrere Spiele gewonnen haben. Wenn der das gewinnt hier, das wird lustig. Boah, stell mal vor, die gewinnen das Ding wirklich. Der wird nur von seiner Geschichte, wie hart es war und dass die eigentlich immer die Besten waren. Aber es hat nicht keiner gesehen und deswegen denke ich mir immer so, boah. Victoria gönne ich es eigentlich sehr, aber Luca ist ja auch ganz nett. Aber was der da immer erzählt, ich will ja sagen, ihr habt es ja auch verdient, aber wir. Und das ist einfach so manchmal einfach nervig. Deswegen werde ich nicht sagen, wir werden gewinnen, weil ich nicht überheblich gegenüber euch klingen möchte. Ja, das ist richtig. Was meinst du, wenn die rausfliegen würden? Wie die reagiert würden. Das Spiel wird unfair gewesen sein. Ja, auch immer, dass er sich so in die Opferrolle gedrückt hat, dass er meinte, oh, hier wurden wir unfair behandelt, dies, das. Wir das Zimmer wechseln mussten, Alter, da komme ich immer noch nicht drauf klar, dass man sich da so aufführen kann, weil man woanders schlafen muss. Meine Fresse, ich habe von Anfang an im Dreckszimmer geschlafen, Alter, neben Gaul schnarcht. Und diese Ausraster-Szene. Luca! Legt mich am Arsch! Nein! Brüch dich nicht, hier ist das Ende. Das ist alles so wie am besten, fällt er am besten auf. Und, ey, das war sowas von geschauspielert. Ey, da lege ich meine Hand ganz voll. Das war sowas von geschauspielert, das war nicht mehr normal. Manchmal denke ich schon, das ist manchmal nicht so ganz echt, was der da manchmal macht. Alter, nur deine fucking drei Exit. Dann hat er sich da schon vorgestellt, wie die das schneiden werden, wie krass das wird. Und dann werden die fuck, fuck, und dann werden die das so reinschneiden. Fuck! Ja, mach mal. Er muss alles immer übertreiben. Er muss auffallen. Es ist ja auch nicht schlimm, aber so dieses Übertriebene. Ich kann mit dem auch reden, aber manchmal, da denke ich mir, hör auf. Wirklich. Ich produziere für die Kameras. Ich bin immer am Produzieren. Das Einzige, was den produziert haben, sind negative Vibes. Also damit hat er sich manchmal echt so unglaubwürdig gemacht. Ja, finde ich auch. Wir haben uns auch ehrlich gesagt ein bisschen lustig gemacht mit so produziert. So, ich habe mein Brot fertig produziert. Und dann hat das Victoria halt auch gemerkt. Das habe ich tatsächlich bemerkt, dass die anderen von Luca irgendwie genervt sind. Luca, komm mal bitte. Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch um persönliche Dinge geht.